Hallo, ihr lustigen Menschen da draußen und herzlich willkommen zurück zu The Long Dark mit mir, dem Mr. Merp, in einer neuen Aufnahmesession. Und das muss ich extra betonen, denn kennt ihr das auch, wenn ihr mal einen guten Lauf habt, so wie wir jetzt hier gerade eben zusammen, und ihr startet das Spiel neu, da kommt es bei mir tatsächlich vor, dass ich gar nicht so begeistert von dem Gedanken bin, das Spiel jetzt zu starten, weil ich immer Angst habe, ist das jetzt vielleicht der Lauf oder der Run, bei dem ich alles verkacke und den Run ruiniere und sterbe. Solche Gedanken gehen wirklich durch meinen Kopf, Leute. So, ich nehme mir nochmal so ein Buch mit. Ansonsten nochmal schauen, was brauchen wir denn sonst noch so? Wir sind gerade immer am Hungern, aber das werden wir hoffentlich überleben. Da haben wir das dabei. Holz. Ist wirklich sehr knapp. Ich nehme auch nochmal, warte mal, kein Altholz hier mit. Hallo, Altholz. Altholz. Ich will noch ein Zedernholz mitnehmen. Ja, ich nehme es mal hier einfach. Nee, warte mal, die 7 will ich. Ich will natürlich jetzt nur 5 mitnehmen. 2 Stück ablegen. Und wie geht's uns eigentlich? Wir sind sehr ausgelaugt, sind total taub. Durstig, haben wir etwas dabei? Wir haben Wasser dabei, wir haben auch Fleisch dabei. Und ich möchte natürlich heute dafür sorgen, dass wir da nicht allzu hungrig ins Bett gehen. Wir werden 2 Stücke von diesem Fleisch essen. Nachher, wobei ich am Überlegen bin, ob wir vielleicht erst die anderen beiden Sachen wie sowas hier essen sollten. Das sind auch ausreichend Kalorien. Trinken haben wir eigentlich genug. Und sobald die Därme fertig sind, 95% getrocknet. Ich weiß gerade eben nicht, ob die grünen Birkenschösslinge... War das jetzt der Bogen? Ich meine, wäre schon mal geil, wenn wir einen Bogen hätten. Aber wir bräuchten nicht so viele Bögen. Das leuchtet, glaube ich, irgendwo ein. Wir haben noch 2 Stunden Tageslicht. Ansonsten fällt mir gerade nicht allzu viel ein, was wir noch tun können. Wir könnten höchstens noch irgendwas auseinander randalieren. 3 Stunden für 5 Holz. Ich weiß es nicht. 2 Stunden 15 für 6 Holz. Brauchen wir aber momentan auch nicht. Was ist damit? 3 Stunden. 1 Stunde 30. Ja. Steht der Fernseher halt auf dem Boden, ne? Tja, so. Wir essen das jetzt hier. Ja, das Problem ist bloß, dass den eigenen Urin trinken ist eine ganz schlechte Idee eigentlich. Also so gut ist die Idee nicht, wie man meinen sollte. So, wir tun es uns das hier auch noch reinziehen. Wenn es uns jetzt gut geht morgen und das Wetter mitmacht, dann machen wir jetzt mal eine Rohrkolbenrunde. So, und ich möchte ausnahmsweise mal über 1000 kommen. So gefällt mir das. Wir sind total ausgelaugt. Tja, ich würde einfach sagen, wir schlafen jetzt wirklich hier den Schlaf des Gerechten. Pennen wirklich die vollen 10 Stunden. Und ich wünsche mir, dass wir danach wieder ordentlich Prozente auf der hohen Kante haben. Wir sind durstig. Dagegen kann man was machen. Und wir können tatsächlich noch mal ein bisschen schlafen. Ich lege nochmal 2 Stunden oben drauf. Wir sind ja einfach nur noch mal aufgewacht, weil wir einen trockenen Mund hatten. Wer kennt das nicht? Ein unangenehmer Zustand, wenn man aufwacht. 94% wieder. Sind wir ganz, ganz gut jetzt durch die Nacht gekommen. Oh, I need to find food. Ja, ja, mecker, mecker. Wir haben jetzt die Birkenschösslinge fertig. Ich bringe das jetzt einmal in den Keller, wo wir es brauchen. Das ist bald soweit. Wir haben genügend Altholz. Warte mal, das hier liegt eigentlich auch ziemlich blöd rum. Das tun wir mal da hin, das Kletterseil. Ein paar Kohlen wollte ich ja auch wieder mitnehmen.
Irgendwann mal müssen wir wieder einen Run machen, um noch mehr Kohle zu holen. Sieht heute ausgesprochen friedlich aus. Na, geht zu. Minus 18 Grad. Könnte wärmer sein, aber es könnte auch kälter sein. So, wir waren kaum draußen. Guckt euch mal das an, schon, wo der Balken hingewandert war. Keller des Bauernhauses. So, dann sag mir doch mal, was können wir jetzt bauen? Pfeilschaft. Brauchen wir Birkenschößlinge? Warum kann ich das jetzt nicht herstellen? Ach, weil ich kein Jagdmesser hab! Ach du Scheiße! Okay, wir müssen eigentlich einen Trip machen, Leute. Führt keinen Weg dran vorbei. Wir müssen einen Trip, wenn wir jemals Pfeil und Bogen haben wollen. Das müssen wir uns noch anschauen näher. Müssen wir ins trostlose Tal. Ich finde den Gedanken daran sehr trostlos. Das ist ja auch eine Nein, das ist nicht. Bügelsäge. Ist ja der Wahnsinn. Ich möchte allerdings die irgendwie gerne sehen. Das ist hier allerdings jetzt eher so ein bisschen herausfordernd. Und ich warte gleich eine Sekunde, Leute. Ich muss hier kurz nochmal das Licht deutlich abdunkeln. Ich glaube langsam aber sicher zu wissen, warum das Spiel The Long Dark heißt, wenn man es am besten in einer ganz dunklen Kammer spielt. So, ja gut, dann. So weit sind wir jetzt. Wir brauchen ein Messer. Wir brauchen ein Messer. Mit dem Messer geht es besser. Die Frage ist bloß, wann wollen wir das machen? Hier haben wir jetzt momentan 4 Grad. Wir haben 94%. Wir sind ausgehungert. Ich möchte aber jetzt den Food Run machen. Eventuell. Es gibt ja auch noch einige Dinge im anderen Tal, aber eigentlich möchte ich erst die Hose haben. Na, wir machen jetzt den Food Run. Und wir fangen ihn da drüben an. Minus 25 Grad. Es geht ordentlich runter. Es ist teilweise verstörend, wie die Natur sich anhört. Wir können auch bald eine Schlinge auslegen. Ach, wisst ihr was? Es ist eigentlich viel zu kalt, wie ich gerade eben feststelle. Minus 25 Grad. Da verlieren wir unsere ganzen wertvollen Lebenspunkte sofort wieder. Sehe ich momentan nicht ein. Ist mir zu kritisch. Das können wir tagsüber machen. Wir sind jetzt schon auf die Hälfte gefallen und frösteln. Das muss nicht sein. Kann ich irgendetwas Sinnvolles tun? Bis dato. Moment. Därme. 73%. Wie gesagt, ich würde gerne ein, zwei Schlingen aufstellen für Hasenfleisch und Fäustlinge. Aber momentan ist das, glaube ich, noch ein bisschen in weiter Ferne. Vielleicht kann ich noch ein bisschen Holz hier produzieren. Bumm. So, jetzt haben wir auf jeden Fall ordentlich Helligkeit. Ordentlich I will Holz. die, if I don't get food soon. Ja, das Fu. Am Essensmangel stirbst du nicht so schnell. So. Das war doch schon mal ein guter Anfang. Dann gehen wir jetzt noch mal raus. Ach, guck mal, wer da rumläuft. Kollege Bär läuft da rum. Dann müssen wir auf der anderen Seite raus. Dann wissen wir wenigstens auch gleich, wie kalt es ist. Minus 13 Grad.
Oh. Die hat uns garantiert gesehen. Shit. Können wir nicht rausgehen. Wisst ihr, was so schön wäre, wenn man aus den Fenstern gucken könnte? Das wäre wirklich schön. Zeitvertreib. Aktionen. Wir können das nicht reparieren, weil ich... Doch, warte mal. Ich würde die Stiefel schon gerne reparieren. Es zumindest versuchen. Kann ich das jetzt machen? Ja, zumindest versuchen. Sehr gut. 100%. Unsere Klamotten sind wieder ordentlich. Dann schauen wir jetzt mal wieder raus. Er ist nicht mehr da. Haben wir eigentlich wieder ein Buch, das wir lesen können? Ich glaube nicht, ne? Da war kein Buch, das man lesen kann bisher. Minus 9. Minus 9 ist okay. Und da hinten gammelt der Bär rum. Der gammelt jetzt natürlich genau da rum, wo wir hinwollen. Gut, dann wollen wir woanders hin. So einfach machen wir das. Wir wollen dann einfach woanders hin. Und gehen jetzt hier den Fluss aufwärts. Und machen einen kleinen Foodlauf. Zumindest einen kleinen. Also ein paar Rohrkolben einsammeln. Vielleicht ein paar Pilze. Vielleicht ein paar... wie soll ich sagen? Hagebutten, genau. Das Wort habe ich gesucht und nicht gefunden. Minus 8 Grad, minus 9 Grad. Die Temperatur scheint sich selber noch nicht ganz so einig zu sein, wie sie mit sich selbst umgeht. Aber wir wissen, wie wir mit ihr umgehen. Wir akzeptieren sie jetzt erstmal. Und nehmen unterwegs noch ein paar Stöckeli mit. Ich meine, dass wir da drüben auf jeden Fall noch ein bisschen fündig werden. Da drüben ist ja dann auch irgendwann der... Ich weiß gerade eben nicht mehr, wie er heißt. Dieser Teich der Gedanken. Ihr wisst, was ich meine. Dieser Angelteich halt. Und ich würde auch angeln, aber ich glaube, zum Angeln brauchen wir eine bessere Hose. Dass wir nicht so sehr frieren. Wenn wir die bessere Hose hätten, hätten wir jetzt in diesem jetzigen Zustand, glaube ich, gerade mal minus 4 Grad, die wir spüren würden. Mit den Stiefeln wären es wahrscheinlich sogar bloß minus 1 Grad. Wir werden auf jeden Fall noch versuchen, weitere tote Rehe zu finden. Aber alles zu seiner Zeit. Herzschmerzbrücke. Gut, das muss uns gerade nicht wirklich interessieren. Hier ist nix. Bin so froh, dass man in diesem Eis hier nicht einbrechen kann. Bibbert, ist schon hart. Aber wir kommen jetzt schon mal an den ersten Punkt, wo ich hin wollte. Genau. Fressalien. Wir stehen mal locker flockig 450 Kalorien rum. Und ich möchte bei diesem Häuschen auch noch kurz vorbeischauen. Vielleicht findet sich hier ja auch noch was. Hier ist irgendwas. Allein dadurch, dass eine Feder hier rumliegt. Und da haben wir noch ein paar von denen. Und Holz! Jawohl. Ein bisschen Tannenholz. Man könnte sich hier unterstellen, wenn es ein bisschen stürmisch wäre. Zum Glück ist es das gerade nicht. Dann wäre ich auch ganz schnell wieder zu Hause.
retten Hasili. Na, du kleiner Hoppelhase. Alles gut in deinem Leben. Zumindest noch, solange ich keine Schlinge baue. Da hat's noch mehr Hagebutten. Boah, hier hat's mega Hagebutten. Hier ist der Teeladen, könnte man fast schon sagen. Immer her damit. Das sind locker flockig, glaube ich, 3 oder 4 Tassen Tee, die hier rumstehen. Ja, so langsam aber sicher wird es sehr unangenehm kalt. Ich möchte jetzt auch da hochgucken. Und wenn es zu krass wird, müssen wir halt auch zurück. Sieht aber bis jetzt ja sehr, sehr friedlich aus. Wir müssten jetzt eigentlich in der Nähe sein von diesem... Ich renne jetzt auch mal ein bisschen. Von diesem Teich. Ah, da liegt wieder ein Toter. Die Krähen sind deutlich seltener geworden, ne? Kann es sein, dass die Krähen nicht mehr existieren? Wurden die abgeschafft? Das ist eine Höhle. Ich glaube, ich kenne diese Höhle gar nicht. Ist das eine Bärenhöhle oder eine reguläre Höhle? Die Waldhöhle, so heißt sie halt. 4 Grad. Hier gibt's 4 Grad. Eine Sekunde bitte. So, ich musste nur ganz, ganz kurz unterbrechen. Weil ich einen Telefonanruf bekommen habe und ich glaube, ich mache jetzt hier kurz mal ein Feuerchen. Ich möchte ein Feuerchen machen. Nicht mit einem Buch, sondern mit einem Stock. Weil es mir dann halt doch ein bisschen zu kalt gerade eben war. Und zu diesem Telefonanruf kann ich euch in der nächsten Folge, weil die Folge ja jetzt gleich auch wieder vorbei ist, eine kleine Anekdote erzählen. Aber wie gesagt, das erst in der nächsten Folge, denn das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Na komm, Feuerchen, geh an. Das wäre so schön, wenn das Feuerchen jetzt angeht. Sich hier kurz mal aufwärmen an diesem Feuer. Die Waldhöhle ist gar nicht mal so scheiße, wenn ich ehrlich bin. So, zack. Und zack. Und wir legen direkt los. Garen uns hier einen schönen Tee, den wir uns gleich reinpfeifen werden. Wo ist er? Der schöne warme Tee hier, genau. Gibt auch ein paar Kalorien. So gefällt mir das. Eigentlich kann ich jetzt gleich das Ganze hier schon mal ein bisschen garen. Gefühlt 10 Grad, Kälte steigt. Ja, so viel war das anscheinend gar nicht. 2 Tees waren das anscheinend nur. Okay. Aber wir können ja immer noch 1 Liter Wasser machen. Fünf Stunden Tageslicht übrig. Das heißt also, im Grunde ist das eigentlich immer noch okay, was wir hier momentan haben. Aber wir müssen jetzt demnächst schauen, dass wir weiterkommen. Ja. Und das machen wir auch in der nächsten Folge, liebe Leute. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, bis dann. Tschüss und ade.